So, meine Lieben, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Spiel. Zwar spielen wir The Chant. Ist jetzt neu rausgekommen und es soll so ein bisschen wie The Quarry sein. Ich denke, viele von euch kennen die Anthology-Serie. Was gab's da? The Quarry, super, jetzt fällt mir nichts ein. Irgendwas mit Medan und ganz am Anfang natürlich Until Dawn. So in diese Richtung soll das gehen. Und dementsprechend können wir natürlich im Spiel wählen. Wir können mehr finden, wir können weniger finden. Wir haben verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. Höchstwahrscheinlich, also so habe ich es mitbekommen, so habe ich es gelesen. Spoilern lassen habe ich mich wie immer nicht. Und bin trotzdessen gespannt. Ich meine, The Quarry war meiner Meinung nach echt verbesserungswürdig. Grafisch natürlich immer sehr aufpoliert gewesen, gar keine Frage, aber zog sich auch gerne mal so wie so ein Kaugummi, ne? Und ich würde sagen, wir gucken uns das hier einfach an. Ich mache erstmal ein Angespiel daraus, ja, weil ich nicht weiß, wie es mir gefällt. Ich sage es jetzt lieber immer mal von vornherein. Und dann werden wir sehen, ob es weitergeht oder nicht. Aber ich denke, das werde ich schon während der ersten Folge feststellen und dann werden wir mal sehen, ja? Und haut mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. So sehe ich, ob ihr Interesse daran habt oder nicht. Und was ihr davon haltet oder eben auch nicht haltet. So, jetzt gehen wir nochmal kurz in die Option. Da war ich nämlich noch gar nicht drin. Audio, Musik immer direkt ein bisschen runterschrauben. Weil das kann das Ganze gerne mal sehr übertönen. Das reicht locker an Musik, ne? Ja. Anzeige, was haben wir denn hier? Bis hier ist noch alles vordefiniert. V-Sync an. 70er-Filter. UI im Spiel. Was ist die UI? Achso, ein HUD. Okay, ja, Anzeigen. Mehr können wir gar nicht einstellen. Runterscrollen kann ich auch nicht. Nicht festgelegt. Okay. Beim bestimmten Wert wird empfohlen, festzulegen, wird stark schwanken. Nö, das wird sie nicht tun. Okay. Das wird sein, wie es ist. Grafik. Hier haben wir da die Grafik. Das ist alles voreingestellt auf hoch. Das lassen wir erstmal. Wir können zwischendurch da nochmal gucken, ob wir im Spiel denn nochmal irgendwas auf episch stellen können. Texturen, episch. Wir lassen es erstmal so. Meistens ist da nämlich gar kein großer Unterschied. So, nochmal zurück. Und wir machen ein neues Spiel. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Oh, es geht noch weiter. Schwierigkeit. Neophyt. Story. Adeptus. Ausbalanciert. Magister schwierig. Aber bei solchen Spielen bin ich schon eher immer der Story-Typ. Damit man die Story auch gut genießen kann. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Story. Ja, immer wenn später mal ein zweiter Anlauf kommt oder so, dann kann man immer noch weiter gucken. Okay, auf geht's. Bin sehr gespannt. Enttäuscht uns nicht. Zu wissen, wo man anfangen soll, ist manchmal eine Herausforderung. Es ist dir vielleicht verborgen, aber du bist heilig. Stimmt alle mit ein! Es funktioniert! Lasst euch von den kosmischen Schwingungen durchströmen! Reiche mir das letzte Prisma und nimm deinen Platz ein. Wo ist sie hin? TikTok. Sucht sie! Bringt sie zu mir zurück! Sofort! Ohne sie sind wir dem Untergang geweiht. Thank you.
Okay, ich merke schon, wir müssen die Gesamtlautstärke ein bisschen runterdrehen. Das muss nicht sein. Mal gucken, machen wir mal auf 60. Anwenden. Zurück. Fortsetzen. Run. Okay, ich glaube, wir werden verfolgt, ja. Noch nicht. Wollten wir hier hin? Sind wir in die falsche Richtung gelaufen? Kann das sein? Oh nein! Oh nein! Direkt verkeckt. Wollten wir nicht von hier weglaufen? Habe ich das falsch verstanden? Ich glaube ja, oder? Nee, hier dürfen wir auch nicht mehr hin. Okay, dann müssen wir... Hier geht's auch nicht lang. Okay. Okay, Leute, wo geht's denn hier lang, bitte? Okay, es geht nicht so gut los. Also so finde ich es gar nicht verkehrt, aber es ist, wo muss ich hin? Hier! Alter! Wieso rennt sie erst weg, um dann wieder zurücklaufen zu müssen? Das geht schneller! Nein! Nein! Oh, Digga! Rechts stand doch so ein Wagen, oder? Habe ich das... Bitte! Na! Okay. Von hier bin ich nicht gekommen, ne? Nee. Dafür ist keine Zeit! Och, das ist die Babs! Muss man erstmal checken, weil rechts war ja auch ein Weg, ne? Hätte ich das mal vorher gewusst. Oh, sie ist schwanger. Ah, okay. Ah. Nein. Gegenwart. Ach so, das war die Vergangenheit, okay? Ist das jetzt ihre Tochter? Kim an. Hi, hier ist Kim. Ich bin gerade nicht erreichbar. Hinterlass mir einfach eine Nachricht nach dem Ton. Hey Kim, ich bin's. Jess. Ich glaube, wir sollten uns mal über... Du weißt schon, das Retreat unterhalten. Ja, also, ich bin auf jeden Fall dabei. Das Retreat? Was ist das Retreat?
ist echt lange her. Ich freue mich so, dich zu sehen. Wie geht's dir, Kim? Naja, weißt du, mir geht's echt gut. Ich meine, wie kann's einem hier schlecht gehen? Ja, ist wunderschön. Wir müssen noch ein ganzes Stück zurück zum Camp laufen. Oh. Also genug Zeit zum Reden. Na komm, es sind nur noch ein paar Meter bis zum Retreat. Wandern? Ich hab gedacht, wir sind hier, um zu entspannen. Ach komm, das tut dir gut. Das ist also der Grund, warum du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Jess. Wir haben ja eine bewegte Vergangenheit. Sieht aber echt schön aus. Klar, Gesichter und so, ne, das kann man immer besser machen, aber das sagt lange noch nichts über ein Spiel aus. Und vor allem nicht über seine Story. Ja, hab schon ziemlich lang nicht mehr dran gedacht. Aber du hast es immer mit dir rumgeschleppt. Das stimmt. Aber ich versuche irgendwie weiterzumachen. Das hier hat dir wohl gut getan. Ganz ehrlich, zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich erfüllt. Tyler ist wirklich inspirierend. Das freut mich für dich, Kim. Ich sag's dir, Jess, das hier wird dein Leben komplett verändern. Beeilen wir uns. Ich will dir etwas zeigen. Da lang. Und? Wie ist Tyler so? Tyler ist wirklich einzigartig. Er ist ein wunderbarer Lehrer. Und so tiefgründig. Er versteht mich einfach. Okay. Und was ist das mit der Kleidung? Wir tragen weiß, um uns auf unsere Energie fokussieren zu können. Du bekommst deine Sachen im Camp. Vorsichtig auf dem Baum. Das kriegen wir schon hin. Das konnte unsere Mutti schon. Hast du eigentlich den Brief dabei? Ja, aber ehrlich gesagt, es war irgendwie komisch, meinem zukünftigen Ich zu schreiben. Wenn du den Brief abschickst, wird's dir gleich besser gehen. Da vorne ist dein Briefkasten. Ah, so eine Art Therapie, ja? Ein Brief ans zukünftige Ich schreiben. Ist das nicht wunderschön? Die Aussicht ist einfach vitalisierend. Sag mal, wieso bist du doch noch gekommen? Du hast mich mit meiner Spiritualität sonst immer aufgezogen. Meine Vergangenheit belastet mich. Das will ich verarbeiten. Okay. Glaube ich dir. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Dann schick den Brief doch ab. Deine wichtigsten Werte sind Psyche, Körper und Geist. Okay. Gehirn, Psyche, Herz, Stärke sozusagen, ne? Und Geist. Okay. Du hältst Erfahrung abhängig von deinen Entscheidungen und Unterhaltungen. Okay, hallo? Hallo? Dann nicht, mach weiter. Ich gehe wandern. Post Office. Da wollen wir doch hin, um unseren Brief abzuschicken, hä? Das muss es sein. Weißt du, was wir jetzt mal probieren? Wir gucken mal. So, machen wir mal so. Achso, okay. So, jetzt haben wir es auf episch und ja. Wahrscheinlich legt man ihn einfach da rein. Wie man sieht, ändert sich nicht viel. Das ist ganz oft so. Kleine Schatten vielleicht. Vielleicht dieses Wackeln jetzt hier von dem Baum. Ja, das können wir mal testen. Ob das gleich immer noch da ist. Zack und zack. Anwenden. Zurück, zurück. Ist immer noch da. Gut, wir lassen jetzt erstmal auf episch. Okay. Dann packen wir dein Briefchen da rein. Ein Brief an mein zukünftiges Ich. Ein Brief, den du widerwillig schreiben musstest, um deine Träume und Defizite zu beschreiben. Du sollst ihn beim Postamt von Glory Island abliefern. Verwenden, drehen. Okay. Lesen dürfen wir ihn nicht, ja? Informationen verbergen, schließen. Okay, alles klar. Und rein damit. Ach du Scheiße!
Holy, was ist das? Nein, nein, Kim! Panikattacke, okay. Tritt ein, wenn die Psyche aufgebraucht ist. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist los? Da war alles voller Fliegen. Komm, ich zeig dir einen Trick, wie du runterkommst. Das habe ich von Tyler gelernt. Versuch, diese Haltung einzunehmen. Und einatmen. Es geht mir schon besser. War vielleicht doch keine so dumme Idee. Wir sollten lieber vor Sonnenuntergang zurück sein. Dann nimmt mein Geist unten auf jeden Fall ab. Aber meine Psyche wird gestärkt. Dass ich dir beim Heilen helfe. Okay, ist wie so eine Art Ausdauer. Was hast du damit gemeint? Nicht nur ich. Wir beide. Ich denke, wir müssen beide heilen. Ich meine, sie war deine Schwester. Das muss sehr schwer für dich gewesen sein. Ja, Schwester. Sie war meine Schwester. Aber es war nicht meine Schuld. Es geht mir gut, Kim. Lass mich damit in Ruhe. Okay, Jess. Genießen wir einfach die Natur. Okay, wir sind also die Schwester. Aber trotzdem für mich interessant, ob sie das vielleicht überlebt hat, ne? Denn alles, was wir gehört haben, ist ein Plätschern. Wie sie ins Wasser gefallen ist, ist die Möglichkeit besteht, dass man das ganz Salbei gut überlebt. Salbei wächst auf der ganzen Insel. Pflück welchen, dann zeige ich dir einen kleinen Trick. Auf dieser Insel findest du so viele Naturwunder. Lass uns weitergehen. Das Gelände ist etwas unwegsam. Wieso sind hier alle barfuß? Tut das nicht weh? Schuhe sind verboten im ganzen Retreat. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Okay, wir müssen unsere Reise auch was ziehen wahrscheinlich, ja? Dürfen wir hier lang? Dürfen wir hier lang? Dürfen wir nicht, okay. Noch nicht. Also bisher finde ich es schon ein bisschen besser als The Quarry. Versuch dich zu entspannen. Es ist anders gemacht eben. Du weißt, dass ich Fliegen hasse. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dir einen kleinen Trick zeige. Zuerst brauchst du eine Ranke. Eine Ranke. In diesen Bäumen wachsen keine Ranken, das steht fest. Gucken, die müsste auch wieder irgendwo aufleuchten wahrscheinlich, oder? Da hinten. Okay. Das muss reichen. Gucken, wie wir unseren Geist jetzt wieder steigern können. Da haben wir jetzt ein bisschen abgenommen. Reicht das? Und jetzt wickelst du die Ranke um die Salbeiblätter. Halte Tab gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Okay. Salbeifackel. Klasse. Plus 20% Schaden gegen Körpergegner. Effektiv gegen Schwärme. Nicht schlecht. Ich habe beim ersten Mal mehr Versuche gebraucht. Insekten hassen das. Versuch's mal. Ekelhaft. Okay, dann mal weiter. Ich folge dir. Mach das noch nicht aus. Leichte und schwere kombinieren, okay. Okay, ich glaube, das war's. Nice. Was waren das da eigentlich für komische Gebilde? In den 70ern hatte Tylers Familie hier eine Kommune. Darum kann man überall auf der Insel noch Kunst finden. Kunst ist Ansichtssache, ne? Aber das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, finde ich. Und die noch irgendwie beleuchten könnte nachts oder so. Genial. Kim, hast du keine Taschenlampe? Vertrau mir. Folg einfach meiner Stimme. Oh, also sie Kim, ist schon... Kim, ich sehe nicht mehr die Hand vor Augen. Klar. In der Dunkelheit verschlechtert sich dein psychischer Zustand. Okay. Vielen Dank fürs Alleinlassen.
komm schon. Sind wir bald da? Ich habe nämlich langsam Hunger. Es ist gleich davon. Freu dich schon mal auf Mayas Kochkünste. So, jetzt ist unser Dings unten leer. Nee, der Stein, wie heißt das nochmal hier? Spiritualität, sagen wir mal, ja? Da wären wir. Wow, ich hab dir doch gesagt, dass es hier wunderbar ist. Na, das passt ja mal ausnahmsweise zu deinen Geschichten, Kim. Das sieht schon stell dich mal den anderen vor. Schön aus. Alle hier sind so warmherzig. Kim, schalt mal einen Gang runter. Hannah! Du bist sicher Jazz. Es freuen sich schon alle und möchten dich kennenlernen. Kim hat schon so viel von dir berichtet. Das ist Sonny. Und Maya. Willkommen in unserem bescheidenen Retreat. Ich hoffe, der Weg war nicht zu beschwerlich. Willkommen. Auch wenn etwas Überzeugung nötig war, sind wir froh, dich zu haben. Kim ist eine gute Freundin von dir. Das macht dich zu einer guten Freundin von uns. Du hast sicher viele Fragen. Aber ist das nicht ein toller Anfang einer spirituellen Reise? Also eigentlich bin ich, kein besonders spiritueller Mensch. Wir alle hier helfen uns gegenseitig. Kim sieht es als ihre Aufgabe, Wunden zu heilen. Sowohl ihre als auch deine. Ja. Und deswegen bin ich auch hier. Es ist nur ein bisschen viel. Das verstehe ich. Sieh dich doch zunächst um. Lern die anderen kennen und abends sehen wir uns dann alle zusammen. Der ist mir jetzt schon nicht geheuer. Namaste. Stell dich doch kurz bei den anderen vor und komm dann in mein Zelt. Ich kenne hier doch gar keinen. Die sind alle super nett. Trau dich einfach. Sie rennt einfach weg. Okay, das ist ja so ein bisschen so allein gelassen werden, ne? Mach mal. Du machst das schon. Tschüss. Aber sieht schon geil aus. Das ist ja echt wild. Sieht schon geil aus, das muss man ja sagen. Okay, okay, ist ja gut. Ich dachte, ich kann hier vielleicht irgendwie meine Energie wieder auftanken, oder was? Können wir mal gucken. Okay. Es ist doch irgendeine Sekte. Ich brauche ein Brecheisen. Aha, was ist denn da los? Ich denke, hier ist alles spirituell und er hat hier einen fetten Laptop und guckt sich Pornos an. So, erwischt. Na? Hey, ich habe gehört, du bist hier der große Entwickler. Hey, du bist Jess, oder? Du hast sicher schon von meinem Spirit Ember Festival gehört. Das hätte echt was bewirken können, glaub mir. Aber mein Dad und mein Bruder haben alles getan, um es zu verhindern. Guck dir das an. Tyler und ich verwandeln die Insel mit meinen Ideen in einen grandiosen Ort. Ein wahres spirituelles Paradies. Cool, oder? Schon, ja. Nicht antworten. Ich weiß, es ist viel für den Anfang. Sieh dir doch mal ein Einführungsvideo dazu an. Der Projektor steht bei Tylers Kuppel. Schulungsvideo, Sonnys Schulvideo zur spirituellen Glaubensvertiefung. Okay. Okay. Ich glaube, durch Antworten, ne, durch richtige Antworten und so können wir auch wieder was dazu gewinnen.
Okay. Wir machen's mal. Prismic Spiritual. Spiritual. Ja, Retreat. Fragebogen zur spirituellen Selbstreflexion. Befreien Sie Ihren Geist und meditieren Sie. Beantworten Sie danach diese Fragen in völliger Offenheit. Name Sonny. Sind Sie bereit, an Prism Science Spiritual Retreat teilzunehmen? Ich bin bereit. Was erhoffen Sie sich von der Teilnahme am... Sorry, ich zeige es nicht nochmal. Ich habe bereits ein tiefes spirituelles Verständnis von meinem Platz in dieser Welt, aber ich bin mir sicher, dass mir Guru-Teile helfen kann, eine noch höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Ich möchte auch andere in ihrem spirituellen Wachstum unterstützen und ich bin mir sicher, dass ich Guru-Teile helfen kann, den physischen Standort des Prism Spiritual Retreat weiterzuentwickeln, um so seine Vision zu verbreiten. Beschreiben Sie Ihren geistigen Zustand. Was hält Sie davon zurück, Ihre spirituelle Erfüllung zu finden? Es fühlt sich an, als würde mich eine dunkle graue Wolke umgeben, die mein Licht vor anderen versteckt. Manchmal schiebe ich die Schuld auf andere Menschen, aber ich weiß genau, dass die Antwort in mir selbst liegt. Ich muss einen Weg finden, diese Wolke loszuwerden. Wovor haben Sie am meisten Angst? Was sind Ihre persönlichen Dämonen? Zu scheitern. Ich bin ein echter Erfolgstyp, aber ich hasse es, mir auch nur vorzustellen, dass ich verlieren oder versagen könnte. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Haben Sie Allergien oder medizinische Probleme, über die Guru-Teiler in Kenntnis gesetzt werden sollte? Ich habe früher viele Freizeitdrogen genommen, aber ich habe sie bis auf die ein oder andere auf Partys aus meinem Leben verbannt. Okay, alle Rechte vorbehalten. Gibt's das wirklich? Tür ist verriegelt. Okay, ich denke, wir sollen uns gleich mal den Dings hier angucken. Diesen Film, den wir bekommen haben von ihm, aber... Hier oder was? Nee, das ist nur ein Tonbandgerät. Gehen wir erstmal wieder raus. Okay, ich denke, ich finde das Spiel gar nicht so schlecht. Mir macht es Spaß bisher. Und es wirkt interessant und spannend. Es ist schon wieder so viel offen, ne? Wohin geht das Ganze? Was geht hier überhaupt ab? Sind die wirklich nur zum Chillen und spirituell hier? Oder gibt es zwischendurch wieder einen, der meint, aus der Reihe tanzen zu müssen und das Ganze hier vergrößern? Ich will die Weltherrschaft an mich reißen und so weiter und so fort. Ja, gucken wir uns an, Leute, in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Okay, tschüss.